Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Set vom Marktführer für euch, und zwar von Lego. Ich habe euch mal wieder ein Speed Champions Modell mitgebracht, und zwar mit der Königsegg Lizenz, und es ist die 76900 der Königsegg Jesko. In echt hatte ich, leider weil ich kein Millionär bin, noch keine Berührungspunkte mit so einem Königsegg, aber ich weiß nicht, ob manche Rennspielfans von euch noch das Spiel Test Drive kennen. Das lief damals auf der PS2 und dort gab es auch Königsegg. Und da habe ich das erste Mal erfahren, dass diese Marke überhaupt existiert. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen schlauer und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieser Königsegg hier kann. Wenn wir uns das Ganze dann anschauen, ist das eine typische Speed Champions Verpackung. Und auf der Rückseite sehen wir den Königsegg nochmal von hinten, eine Detailaufnahme von vorn und das echte Fahrzeug. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wie Lego das rüberbringen kann, weil der Jesko ist ja doch eher ein sehr abgerundetes Fahrzeug. Und da bin ich gespannt, wie detailliert man das überhaupt in einem Speed Champions Maßstab hinbekommt. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Wir haben auf jeden Fall wieder die Teiletüten dabei. Einmal so eine kleine für die Felgen. Dann eine für Bauabschnitt 1 und eine für Bauabschnitt 2. Wer hätte es gedacht? Und natürlich haben wir leider mal wieder einen Stickerbogen. Und ich sag's immer wieder aufs Neue, deshalb halte ich mich dieses Mal sehr kurz. Ich finde es super schade, dass bei solchen Sets hier eigentlich alles, was mit der Lizenz großartig zu tun hat, mit Stickern gelöst ist. Und bei den meisten landen diese Speed Champions im Regal, wenn wir mal ehrlich sind. Damit wird wahrscheinlich auch gespielt, aber nicht in so einem großen Maßstab wie mit reinen Spielsets. Und da finde ich, könnten zumindest ein paar Details davon bedruckt sein. Es muss ja nicht mal alles sein, aber ein bisschen was hätte man hier schon hinbekommen. Zumindest mal die Details, wo wirklich dann das Markenemblem zu sehen ist. Und natürlich haben wir auch wieder die Anleitung mit dabei. Wir haben einmal hier wieder eine klammergebundene Anleitung. Sie hat wirklich eine gute Papierqualität, wir kennen das Ganze ja. Auch sonst ist die Darstellung Lego-typisch wirklich auf den ersten Blick sehr gut gelungen. Das Einzige, was mir bei dieser Anleitung auffällt, ist, dass die Farben ein bisschen blasser, fast schon ein bisschen ausgebleichter wirken, als in Lego-Anleitungen, wie ich sie sonst kenne. Aber wie gesagt, ist das trotzdem eine hohe Qualität. Es wird auch wie immer nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 70 Bauschritte auf 76 Seiten. Ich habe hier auch nochmal die Teilliste für euch. Diejenigen, denen das Ganze interessiert, können sich das ja gerne mal an der Stelle hier anhalten, das Video. Aber auf den ersten Blick fällt mir schon auf, hier wurden mal wieder ein paar Farben versteckt, die nicht unbedingt in dieses Set gehören müssten. Ich bin mir ja nicht sicher, ob man unbedingt wirklich bei einem Speed Champion mit der Teilanzahl eine Farbkodierung braucht. Aber ich würde sagen, ich lasse das mal so stehen und da kann ja jeder sich seine eigene Meinung drüber bilden. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach dem ersten Bauabschnitt und damit nach 39 Bauschritten. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle, aber fangen wir doch erstmal mit dem Positiven an. Einmal finde ich die generelle Konstruktion, wie der Heckspoiler hier aussieht und auch wie das Heck gebaut und konstruiert wurde, super, super cool. Ich hatte an dem Bau sehr, sehr viel Spaß, ab einem gewissen Punkt, über den gewissen Punkt reden wir dann noch. Und ich finde, auch wenn natürlich der Heckspoiler ein bisschen weiter von der Karosse weg sein müsste, sieht das wirklich super gut aus für einen Speed Champions Maßstab. Und man musste das natürlich so nah an der Karosse bauen, weil sonst hätte man dort keine Stabilität reinbekommen. Auch finde ich schön, dass wir hier einen Print haben, doch, der auf einer 1x1er Fliese zu finden ist. Es ist natürlich dann trotzdem immer wieder diese Verarsche, wenn man so einen coolen Print bekommt und dann der ganze Rest mit so einem Stickerbogen gemacht ist. Ich könnte das Video dann wieder nennen Lego und seine Sticker-Logik, wie damals beim Supra, weil sie zeigen, dass sie es können. Und gerade, wie gesagt, solche kleinen Logos und Schriftzüge hätte ich gerne als Print dabei. Und sie machen es teilweise und dann den Rest als Sticker. Das zeigt halt einfach meiner Meinung nach, dass wir es als Kunden Lego nicht wert sind, 2 Cent mehr bei diesem Set zu bezahlen. Und das, obwohl sie sicherlich an so einem Speed Champion immer noch genug Gewinnmarge haben. Was mir den Bau aber so ein bisschen vermiest hat, sind auf jeden Fall ein paar Zwischenbauschritte gewesen, wo ich gedacht habe, es hat sich hier jemand aus einer Farbpalette aufs Set übergeben. Ich blende euch dazu mal ein paar Bilder ein, also das war wirklich nervig. Und auch wenn natürlich Königsegg irgendwo schwedische Wurzeln hat, brauche ich keine riesige gebaute Schwedenflagge mit gelben und blauen Steinen in dem Fahrzeug. Ich meine natürlich, das echte Vorbild hat auch in diesem Bereich ungefähr ein paar kleine blau-gelbe Akzente als Andeutung auf eben die schwedische Herkunft.
Aber deshalb brauche ich das zum Beispiel nicht, was immer noch am Ende zu sehen ist. Und eben diese Bauschritte, wo man denkt, ich baue das Ganze irgendwie mit Steinen aus meiner Spielkiste und nicht mit einem neuen Lego-Set. Weil für mich sollte die Erscheinung eben doch clean, weiß, schwarz und grün sein mit den kleinen Akzenten, aber dann nicht innen so, wie ich es euch gerade schon mal eingeblendet habe. Auch haben wir in der Zwischenzeit die Minifigur weitergebaut, die zeige ich euch dann aber gleich mit dem fertigen Set. Und fertig ist der Königsegg Jesko. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie gut hier die Form vom Originalfahrzeug doch getroffen wurde und vor allen Dingen, wie viele bauliche Lösungen hier für Sachen gefunden wurden, die andere Hersteller mit einem Formteil gelöst hätten oder die billigste Variante einfach einen Sticker draufgeklatscht hätten. Das macht natürlich die andere Stickermasse nicht besser und die Farbpalette nicht besser, aber man muss dem Set dadurch lassen, dass es eben auch ohne Sticker gut anzusehen ist. Also würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal zusammen an. Also erstmal seht ihr das ganze Set von der Seite. Ich finde auf jeden Fall die Akzente hier gelungen. Wie gesagt, das finde ich cool, ist auch beim echten Fahrzeug so. Und es ist natürlich eine schöne Hommage daran, dass das Fahrzeug irgendwo einfach noch eine schwedische Identität hat. Was von der Seite noch sehr gut auffällt, sind die Reifen. Denn hier wurden Reifen verwendet, die einen viel dünneren Querschnitt haben und dadurch natürlich besser zu einem Supersportwagen oder Hypercar passen. Und dann sind diese Reifen auch nicht zwei Teile, also es ist nicht eine einzelne Felge und ein einzelner Reifen, sondern das Ganze wird komplett geliefert und dann nur die Radkappen werden draufgesetzt. Ich habe mich jetzt für die Radkappen entschieden, wie sie auch auf den Werbefotos zu sehen sind. Optional könnte man noch diese hier nutzen. Ich finde die Details an der Seite auf jeden Fall gut geglückt, vor allen Dingen die Lufteinlässe. Aber dadurch, dass die so schön gebaut sind, haben wir natürlich mal wieder keine Türen zum Öffnen. Darauf kommt es mir bei einem Speed Champion aber auch nicht an. Wir können aber trotzdem die Figur reinsetzen, die ich euch kurz mal mitzeige. Der typische Speed Champion Schlüssel ist wieder mit dabei. Super cool finde ich. Brust ist bedruckt, Beine sind bedruckt und auch der Rücken ist bedruckt. Jeweils immer schön mit dem Markenlogo. Ich finde, die Figur ist wirklich liebevoll gestaltet worden. Dann ist es natürlich wieder schade, dass wir nur einen standarden schwarzen Helm haben. Und eben leider nicht dort auch noch eine Personalisierung mit einem Königsegg-Logo oder ähnlichem. Und die Figur kann man, wie gesagt, auf jeden Fall reinsetzen. Dazu ist auch ein Haarteil. Ich habe es auch einmal ausprobiert. Man kann die Figur auch mit Haarteil reinsetzen. Also hier hat Lego nicht wie bei einigen manchen anderen Figuren den Fehler gemacht, dass das Haarteil zu groß ist und sie dann nicht in die Kabine passen. Vom Cockpit selbst hat sich der erste Eindruck auf jeden Fall bestätigt. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur die Scheibe finde ich etwas schäbig. Klar, die ist schön trans, so ein bisschen getönt. Aber dieser Print hier ist halt 0,0 farblich ans Fahrzeug angepasst. Der Print ist viel zu schwach und dadurch wirkt die Scheibe mit dem Scheibenprint eher wie ein Fremdkörper auf dem Fahrzeug. Oh, verdammt. Das sieht gar nicht gut aus. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich die baulichen Lösungen hier cool finde und dazu gehört auf jeden Fall die Front. Denn der Jesko hat ja wirklich eine sehr, sehr markante Front und die wurde hier mit kreativen Baulösungen sehr gut dargestellt. Natürlich fehlen hier noch die Scheinwerfer drauf, die wären ein Sticker gewesen, die habe ich ja aber nicht aufgetragen. Aber ich muss sagen, das Ganze gefällt mir wirklich gut. Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall die Heckansicht. Ich finde den Diffusor super schön gebaut, schöne Details drin, der einzige Print, der auch sehr gut aussieht. Und wir haben zu dem ganzen Set auch noch ein paar Ersatzteile. Dazu gehört auch einmal noch der Jesko Print, den wir hinten haben. Auf der 1x1er, der ist auch nochmal dabei. Und das sind die restlichen Ersatzteile. Also da ist schon noch ein bisschen was dabei. Es sind so die typischen Teile, die Lego eigentlich immer als Ersatzteile reinhaut. Als Fazit muss man auf jeden Fall sagen, ich hatte trotz der bunten Farbpalette und dem Stickerbogen mit dem Speed Champion hier wieder sehr, sehr viel Spaß. Ich habe natürlich auf der Sticker-Logik ein bisschen rumgehackt. Ich habe auch auf den Farben ein bisschen rumgehackt. Aber das gehört meines Erachtens dazu. Das hier soll ein Premium-Hersteller sein und da möchte ich sowas nicht. Und meines Erachtens kann man bei einem Speed Champion mit dieser Teileanzahl nicht behaupten, man benötigt da irgendeine Farbkodierung. Also sorry, das kriegt auch jedes Kind hin, wenn man es einfach weiß macht. Und deshalb musste ich das wieder ansprechen, auch wenn es meines Erachtens langsam ein leidiges Thema geworden ist. Ansonsten finde ich die Konstruktion sehr, sehr cool und das Set sieht auch trotz der Frontscheibe, die auch ihr Fehler hat, sehr gut aus. Die Figur, die dazu ist, gefällt mir auf jeden Fall. Und alles in allem hatte ich einen sehr spaßigen Bau damit. Ein besonderes Highlight teilemäßig waren die Reifen, weil dieser dünnere Querschnitt gefällt mir sehr, sehr gut im Vergleich zu den dicken Standardreifen. Ich hatte hier also einen sehr, sehr spaßigen Bau, der mir von den leider altbekannten Lego-Grundproblemen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen versauert wurde. Trotzdem kann ich das Set auf jeden Fall weiterempfehlen.
gerade auch für König Egg-Fans. Bei meines Erachtens ist dem Designer wirklich sehr, sehr gut gelungen. Diese Grundform, die sich meiner Meinung nach nicht unbedingt für Lego geeignet hätte, doch sehr gut hinzubekommen. So kann man sich eben auch selber mal täuschen. Der Preis ist, wie man das von Speed Champions gewöhnt sind. Wir kriegen ihn aber mit einem guten Rabatt auch mal für 14 Euro ungefähr. Ich habe ihn zum Beispiel für 14,99 Euro auf Amazon gekauft. Und wenn ihr das Set für den ähnlichen Preis bekommt, dann kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valley Brick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Und mein persönliches Hack ist auf jeden Fall. Hä? Gerade auch für Königsegg-Fans. Gerade auch für Königsegg. Gerade auch für Königsegg-Fans. Sprachen lernen, Bubble.